in jeder neuen Generation Wahrnehmung und Verpflichtung sein. Anschließend nahm der Präsident an einem interreligiösen Gebet der jungen Juden, Muslime und Christen teil. Im Verlauf des Nachmittags führte die offizielle Gedenkfeier im ehemaligen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft spielt heute bei der Weltmeisterschaft in Dänemark auf Platz 3. Deutschland trifft Lettland auf Frankreich, den sechsmaligen Weltmeister aus Herning, Thomas Kuss spielt in der aktuellen. Gegen nach Frankreich enttäuschte bisher bei dieser WM und schied im Halbfinale sang und klang groß aus. Bereits in der Vorrunde hatte Deutschland den Rekordweltmeister beim Unentschieden am Rande einer Niederlage. Das deutsche Team hat sich angeschworen und will unbedingt die erste WM-Medaille seit 12 Jahren holen. Im Anschluss gehen sich im Endspiel WM mit Gastgeber Dänemark und Deutschland Bezwinger Norwegen gegenüber. Jetzt weitere Meldungen. Die FDP ist in Berlin zu ihrem Europaparteitag zusammengekommen. Die Delegierten bestimmen dort das Programm für die Europawahl im Mai. Zur Spitzenkandidatin wurde Generalsekretär Andrea Gutierrez mit knapp 86% der Stimmen. Der von einem Brunnenschacht in Südspanien tote Baumelchior ist offenbar noch am Tag des Unglücks gestorben. Spanische Medien zitieren aus dem Obduktionsbericht, wonach der zweijährige Flügel bereits beim Sturz schwere Kopfverletzungen erlitten habe. Er sei nun knapp 2 Wochen lang versucht, zu den Kiel vorzudringen. Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat sich von Werder Bremen weiter getrennt. Die Niedersachsen stehen nach 8 Spielen ohne Sieg auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Nachfolger von Bremen weiter dort steht noch nicht fest. Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier hat das Massenstartrennen in Antolce, Italien gewonnen. Es war der 20. Weltcup-Sieg ihrer Karriere. Platz 2 belegte die Tschechin Margarita Davidova, Platz 3 die deutsche Vanessa Hinz. WDR aktuell aus der Region. Bahnfahrer, die von Köln nach Lüdenscheid fahren, erleben von heute an einen ungewöhnlichen Zwischenstopp, und zwar nicht an einem Bahnhof, sondern auf freier Strecke. Daniela Müllenborn, WDR Oberhaupt. Von einem Bahnhof ist weit und breit nichts zu sehen, trotzdem hält die Oberbergischen Bahn an, bleibt für 1,5 Minuten stehen und fährt weiter. So wollen die Deutsche Bahn und der Verband Nahverkehr Rheinland testen, ob ein möglicher zusätzlicher Bahnhof an dieser Strecke den Fahrplan durcheinander wirbeln würde. Und das nicht per Computersimulation, sondern eben im laufenden Bahnverkehr. Der Versuch dauert einen Monat, so lange halten Züge der RB25 hinter Overath an der Phantomhaltestelle auf freiem Feld, jeweils 95 Sekunden. Bleibt der Zug intakt, soll die neue Haltestelle bald gebaut werden. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen, bei vielen Orten regnet es zeitweise ab 700 Meter, fällt Schneeregen oder Schnee, teils starkwindig mit stürmischen Böen, in Mulla 6 Grad, in Herne von Dachen werden 7 Grad erreichen. Am Morgen wird es sonst die Schneefallgrenze sind auf 200 Meter, es kann glatt werden. Am Nachmittag vom Niederrhein und Münster und Herrenbach und Mücken aber auch einzelne Schauer. Höchstwerte 4 Grad im Bergland, minus 2 bis plus 2 Grad, es bleibt sehr windig. WDR hier mit der Verkehrslage nach 2 Meldungen. Einmal die A1 Dortmund-Köln zwischen Hagenwest und Bäumerstein. Mehr als 10 Minuten plus 2 Kilometer Stau. Und A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Kreuzhilden und Kreuzartigen aus Dodekitz. 20 Minuten länger. 5 Kilometer Stau. Kann Bergen sein. Mit Katja Franke. Herzlich willkommen. Ist das nicht herrliches Wetter? Also zur Ordnung machen, Kleiderschrank ausmisten, mit Methode. Wie es geht, das erzähle ich Ihnen gleich. Ja, und auf ein Video zu hören, wahrscheinlich das noch viel besser. Shaking Stevens hier mit O'Doody. Thank you.